Wir möchten in einem kleinen Spiel zum Deutschlernen überprüfen, ob der Spieler alle dargestellten Tierfiguren richtig schreiben kann. Dafür stellen wir der Katze eine weitere Figur zur Seite. Wir nehmen mal Abby im Beispiel mit dazu. Und zwei weitere Tierfiguren, einen Hund und eine Maus, kommen auch noch mit auf die Bühne. Die Übung soll wie folgt ablaufen. Wenn die grüne Flagge angeklickt wird, fragt Abby nach einer kurzen Begrüßung, welche Tiere man sieht. Werden alle Tiernamen richtig geschrieben, hat man die Übung gemeistert und es gibt ein dickes Lob. Die Begrüßung und das Stellen von Fragen kennen wir schon. Würden wir nun mit Variablen arbeiten, müsste man jetzt für jedes Tier eine eigene Variable anlegen. Einfacher ist es, hier mit einer sogenannten Liste zu arbeiten, die man in der Kategorie Variablen finden und bearbeiten kann. Klicke auf den Button Neue Liste und lege eine neue Liste mit dem Namen Tiernamen für alle Figuren an. In der Bühnenansicht findest du nun ein Rechteck mit dem Namen der Liste sowie der Angabe Leer, was bedeutet, dass diese Liste noch keine sogenannten Elemente enthält. Ihre Länge ist daher 0. Mit Klick auf das Pluszeichen in der linken unteren Ecke der Listenansicht kannst du ein neues Element hinzufügen. Ergänze das Wort Hund. In der Kategorie Variablen findest du den Block Füge Ding zu Tiernamen hinzu. Verwende ihn, um die Wörter Katze und Maus hinzuzufügen. Wir möchten nun Abby so oft fragen lassen, welche Tiere man sieht, bis alle richtigen Antworten aus der Liste entfernt wurden. Dann ist ihre Länge 0 und man hat die Übung bestanden. Wir benötigen also eine Schleife mit Abbruchbedingung. Diese finden wir in der Kategorie Steuerung als Wiederhole bis Block. Als Bedingung bauen wir uns aus dem Vergleichsblock in der Kategorie Operatoren und dem Block Länge von Tiernamen aus der Kategorie Variablen die Bedingung Länge von Tiernamen gleich 0 zusammen und fügen sie so in die Schleife ein, dass Wiederhole bis Länge von Tiernamen gleich 0 zu lesen ist. Innerhalb der Schleife fragt Abby nach, welche Tiere siehst du und wartet auf eine Antwort. Wir überprüfen anschließend in einer bedingten Verzweigung, ob die Liste Tiernamen die Antwort enthält. Dazu verwenden wir den Block Tiernamen enthält Ding in der Kategorie Variablen und ziehen den Antwortblock aus der Kategorie Fühlen auf Ding. Wenn die Liste Tiernamen die Antwort richtig geschrieben enthält, dann sagt Abby Super und wir löschen die Antwort aus der Liste. Dafür verwenden wir in der Kategorie Variablen den Block Lösche 1 aus Tiernamen, womit das erste Element aus der Liste gelöscht werden würde.
Da aber die Antwort als Element der Liste an einer anderen Stelle als der ersten stehen könnte, nutzen wir noch den Block Nummer von Ding in Tiernamen und fügen ihn anstelle der 1 ein. Und abschließend setzen wir noch den Antwortblock anstelle von Ding ein. Insgesamt lautet die Anweisung nun, lösche Nummer von Antwort in Tiernamen aus Tiernamen. Scratch sucht die Nummer des Elements in der Liste, die mit der Antwort übereinstimmt, und löscht das entsprechende Element dann. Nehmen wir nun eine bedingte Verzweigung mit Alternative, so können wir Abby sagen lassen, ob man sich vertippt hat, wenn die Antwort nicht in der Liste zu finden ist. Nach der Schleife, wenn die Liste geleert ist durch den Lerner, lassen wir Abby noch ein Lob aussprechen. Möchte der nächste Spieler üben, müssen wir noch dafür sorgen, dass die Liste wieder gefüllt wird mit den richtigen Tiernamen. Wir fügen deshalb zwischen dem Ereignisblock und der Begrüßung ein paar Blöcke ein, um die Liste zu leeren, dann die Tiernamen hinzuzufügen und vor allem die Listen an sich zu verstecken, damit man nicht gleich die Lösung vor Augen hat. Die nötigen Blöcke findet man in der Kategorie Variablen.
Übrigens kann man mit Rechtsklick auf die Listenansicht die Elemente als einfache Textdatei exportieren oder umgekehrt eine vorbereitete Textdatei importieren. Dafür muss jedes Element in der Textdatei in einer neuen Zeile stehen.